Hallo Filmfraggots, schön, dass ihr wieder dabei seid beim Filmradio. Heute geht es um einen Film, den wahrscheinlich nur die wenigsten von euch kennen, aber den es sich auf jeden Fall lohnt zu kennen. Es geht um den südkoreanischen Film Old Boy. Der Film stammt aus dem Jahr 2003 und basiert auf dem gleichnamigen japanischen Manga von Garon Tsuchiya und Nobuaki Minegishi. Gesundheit. Die Hauptfigur Desu ist ein schrecklicher Familienvater und muss am Geburtstag seiner Tochter total betrunken von der Polizeistation abgeholt werden. Dabei wird er allerdings von Unbekannten entführt und für 15 Jahre lang weggesperrt. Warum, wissen der Zuschauer und vor allem Desu selbst nicht. Und das ist wirklich geil, weil sich das im Verlauf des Films halt nach und nach auflöst, warum er eingesperrt wurde. Und es bringt halt einfach richtig Licht ins Dunkel. Choi Min-sik, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, ist der Schauspieler der Person Desu und der macht das hervorragend. Sei es die Szene im Restaurant, wo er den Tintenfisch isst, ich denke, hier verrate ich nicht zu viel, oder auch die Endszene, die er übrigens komplett improvisiert hat, machen wirklich Spaß und er spielt die Rolle wirklich fantastisch. Die Story finde ich an sich von weitem betrachtet dann doch etwas krass, sodass das Ende dann doch ein sehr großer Twist ist und alles etwas auf den Kopf stellt. Der Film manipuliert den Zuschauer doch schon sehr, aber das ist auch das Faszinierende. Ich kann also wirklich verstehen, wenn ihr den Film nicht mögt und ihn deshalb schlecht bewertet. Aber ja, ich fand ihn doch cool und ich war echt begeistert nach dem Schauen. Oldboy geht 120 Minuten und hat eine FSK 16 Freigabe. Momentan hat er knapp 174.000 Bewertungen und eine Durchschnittsbewertung von 8,4. Ich gehe sogar einen Tucken höher und vergebe für Oldboy 88 Punkte, was einer 8,8 entspricht. Hier bin ich extrem auf eure Meinung gespannt, da es ja doch ein Film ist, der etwas polarisiert, so wie Cola mit Bier, um Adendemann zu zitieren. Also, wie fandet ihr den Film? Stimmt ihr mir zu oder nicht? Postet mal eure Meinung dazu. Wir hören uns beim nächsten Film wieder und bis dahin sage ich